Okay Leute, nach dem Video von gestern hatte ich ein sehr ernstes Gespräch mit meiner Mutter nochmal und sie hatte mich nach dem Gespräch gefragt, also Fedor, wenn du dein Leben nochmal leben könntest, würdest du alles genauso gleich machen? Und ich dachte nur so, nein, würde ich nicht. Ich würde meine Brille von Anfang an bei 4 Mann kaufen. Ohne Spaß, Leute. Das ist meine allererste Brille gewesen. Und damit werde ich jetzt ein Live-Commentary spielen. Und die hat übelste Stärke. Man sieht sie, glaube ich, sogar noch. Und es ist halt ein bisschen komisch, um jetzt zu zocken. Aber ich werde es probieren. Und starten wir mal direkt. Frei für alle. Let's go. Frei für alle auf jedem. Die Lobby sieht mega sick aus. Ich sehe auch sick aus. Was ist das? Jetzt mal im Ernst. Was? Okay. Ich sehe es jetzt schon kommen. Die Kommentare kommen wieder. Fedor, was machst du da? Aber, ey, bleiben wir alle mal geschmeidig. Jeder hatte bestimmt mal seine erste Brille. Wenigstens war ich nicht so das Kind, das das eine Auge immer abgeklebt hatte. Jeder kennt's. Wenn ihr im Kindergarten wart, irgendeiner war im Kindergarten, der ein Auge abgeklebt hatte. Mega witzig. Naja, witzig ist es nicht, aber aber jeder kennt's und das ist witzig, weil es halt jeder kennt. Komm. Den hole ich auf jeden Fall nochmal ab. Ich gehe mir halt davon aus, dass es die World's First Nuklear wäre mit einer Brille. Jetzt mal im Ernst, gibt es eigentlich YouTuber oder COD-YouTuber mit Brillen? Wenn ich so ganz ehrlich überlege, mir fällt kein einziger ein. Wer hat eine Brille als COD-YouTuber? fuck. Fällt mir irgendein Name ein? Ich glaube keiner, oder? Ja, okay, komm. Commander Krieger zählt jetzt wohl eher nicht als COD-YouTuber. Ich würde gerade sagen, ja, Commander Krieger zählt jetzt nicht als YouTuber. Der geht da lang, den hole ich noch. Ah, der geht oben lang. Ja, Digga, nein. Oh, hinter ist noch einer. Oh, den habe ich aber gerochen. Also, den konnte man nicht mal mit Wallhack sehen. Oh mein Gott, das ist alles so close. Okay, ich muss eine Waffe aufnehmen noch, weil meine Munition reicht eh nie aus. Und da ich hier mit keinem Plünderer zocke, weil ich immer zu geizig bin, ich alle meine Perks mitnehmen will. Zähigkeit, Hardliner. Hardliner ist so wichtig und frei für alle. Alle, ist es überhaupt nicht. Doch, ist es, Jungs. Nein. Oh mein Gott, ich hab V-Set, Alter. Das ist mein fucking erster Versuch. Ich schwöre auf Gott. Ja, ich bin nicht religiös, deswegen kann ich auch nicht auf. Jetzt ohne Spaß, ich bin halt echt nicht religiös. Das kommt aber scheiße. Kommt da lang. Nice. Den hole ich. Ich gehe aber wieder zurück. Weil ich voll die Pussy bin und so. Ah, der ist da oben. Ich krieg den nicht. Der kommt jetzt mit seiner Nade bestimmt drauf. Oh, ich hab den doch bekommen. Ich denke mal, die Leute kommen dann einfach nicht zurück, weil es zu offensichtlich wäre. Aber läuft ziemlich gut. Ich wechsle jetzt aber wieder zu Fall, weil ich den da haben will. Nice, Jungs. Kommt der von. Ja, kommt der. Der kommt außen lang. Den hole ich mir auch easy weg. Oh, kommt doch von außen. Nice, good job. Nice. Jungs, wenn das ein Nuklear wird, ne? Niemals den Tag vor dem Abend oder so. Wie war das Spiel nochmal? Keine Ahnung, haben meine Eltern auf jeden Fall mal gebracht. Nein! Holy shit! Holy shit, wie habe ich das überlebt? Holy shit, mein Herz klopft gerade. Jungs. Oh mein Gott, und ich verpack's. Ich war auf 19er Streak. Jungs, holy shit! Und ich sehe halt übelst verkrüppelt mit der Brille, weil alles so noch ein bisschen leicht unscharf ist. Aber nicht so unscharf, aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Aber die Lobby war auch traumhaft, also ich hätte da easy nuklear schaffen können. Fuck my life! Mein Gott. Also wahrscheinlich die ganzen Leute in den Kommentaren so, ist doch nichts Besonderes mit der Brille zu spielen. Jungs, ich war früher, oder ich bin es immer noch, weitsichtig. Aber es steht nicht in meinem Führerschein drin. So, und das heißt, ich kann jetzt auch Auto fahren ohne Brille. Obwohl ich ja, glaube ich, echt noch weitsichtig bin oder so. Turn on gegeben, Digga. Nicer Scheiß. Aber übrigens nochmal zum Video von gestern. Ja, ich war früher fett. Sehr fett sogar. Ich war, glaube ich, mit der fetteste aus. Wow, sicker Turn. Und der war echt nicht schlecht. Ich war, glaube ich, der fetteste aus unserer ganzen Klasse, wenn nicht sogar von der ganzen Schule. Und ja, ich hatte. Ich war einfach. Einfach ein Mobbing-Opfer. War einfach so. Aber ich bin mit klargekommen, hab's dann irgendwann geschafft, ein bisschen Sport zu machen und hab's dann halt weiter durchgezogen.
Und habe dadurch halt extrem viel abgenommen. Und viele meinen jetzt so, du bist jetzt schon viel zu dünn oder so. Was überhaupt nicht stimmt. Eigentlich bin ich gar nicht dünn, das täuscht nur in der Kamera. Und ja, ich mache keinen Fitnesssport oder so. Ich gehe nur fast alle 2 Tage jetzt immer laufen. Aber wen juckt das eigentlich? Ich glaube, ich juckt halt echt niemanden. Aber egal, ich würde es gesagt haben. Und den holen wir jetzt nochmal kurz und beenden damit das frei für alle. Ja, Leute, das war's auf jeden Fall von diesem Video. Brille viel, Mann. Aber es ist keine Produktion oder so. What the fuck, das ist so weird. Es hat echt heftige Stärke drin. Ich glaube, 2er, 2,5er, 2,9er, keine Ahnung. Ja. Dann schreibt mal COD-YouTuber mit Brillen in die Kommentare. Also, das war's von mir, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.